Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Vaporisator und Sterilisator-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Vaporisator und Sterilisator-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Rea VapoMax Große. Der 36.010 VapoMax von Rea ist ein elektrischer Verdampfer in der unteren Kostengruppe. Das Gadget ist rund und erfordert auch noch mehr Platz in der Küche als seine kompakten Pendants. Der Behälter ist aus starkem Polypropylen gebaut und somit auch langlebig und widerstandsfähig. In jedem 10-minütigen Sanitärzyklus in den VapoMax Barbie-Behältern können alle möglichen Lieferanten Bakterien eliminieren. Es gibt einen winzigen Dampfauslass auf dem Deckel, der die Farbe ändert, die sich auf die Temperatur stützt. So haben Sie immer eine Zusammenfassung des Niveaus, auf dem der Revaporizer gerade aufgetaucht ist, sowie ob Sie vorsichtig sein müssen, wenn Sie ihn berühren. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Philips Aventis CF282-22. Wenn Sie eine Methode suchen, um Ihre Säuglingsprodukte sehr schnell zu dekontaminieren, ist der Philips Aventis CF282-22 Mikrowellendampfsterilisator ein ideales Gerät. Fläschchen, Zitzen, Schnuller oder verschiedene andere Komponenten können in nur 2 Minuten dekontaminiert werden. Die Anforderung ist sicherlich, dass Sie eine Mikrowelle zur Verfügung haben. Je nach elektrischer Leistung der Mikrowelle kann der Sterilisationsprozess bis zu 6 Min. verbrauchen, aber das ist immer noch ziemlich schnell. Das Grundkonzept in dieser Sanitäranlage ist die Erwärmung von Wasser zu Wasserdampf. Auf Platz 3 haben wir die Nuke Vario Express. Mit dem Hochdampfsterilisator Vario Express hat der deutsche Hersteller Nuke ein Gerät auf dem Markt, das aufgrund seiner rechteckigen Bauweisen nicht viel Fläche im Kochbereich einnimmt. Die Basis mit Hausheizungsplatte und elektrischem Anschluss ist ziemlich reduziert. Die Gesamtabdeckung wird durch den großen Deckel umhüllt. Der Startknopf liegt auf der Vorderseite der Basis. Dennoch werden Sie einen anderen Ein-Schrägstrich-Ausschalter für das Netzteil auf der Rückseite entdecken. Die schützt davor, dass das Gerät versehentlich gestartet wird. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Philips Aventis CF285-02. Mit dem 3-in-1 Dampfsterilisator hat Philips Avent ein weiteres Gadget auf dem Markt, das mit Unregelmäßigkeiten überzeugen kann. Die Fähigkeit kann modular verändert werden, indem mehr oder weniger Teile der Immobilie aneinander gestopft werden. Vorzugsweise bietet der Sterilisator Platz für bis zu 6 Barbie-Behälter im unteren Bereich sowie verschiedene andere winzige Teile im größeren Bereich. Wenn Sie nur kleine Elemente desinstallieren müssen, haben Sie die kleinere Komponente direkt auf der Basis platziert. Der praktische Deckel schließt alle Komponenten sauber. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Philips Aventis CF287-02. Der Philips Aventis CF287-02 ist ein sehr flexibles Gadget als Dampfsterilisator mit einem 4-in-1-System. Je nachdem, welche Komponenten desinfiziert werden sollen, kann die Dimension in Komponenten transformiert werden. In einem der größten Setup gibt es Bereich für 6 große Babycontainer in der Sterilisator. Es eignet sich auch mit Behältern verschiedener anderer Hersteller, ob Weithalsflaschen oder typische Abmessungen. Wenn es nur für kleine Teile benötigt wird, kann der mittlere Teil der Immobilie bequem losgeworden werden. Mit dem verschiedenen Korb können Sie alle kleinen Komponenten in der Spülscheibe reinigen lassen, bevor Sie sie desinfizieren. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergesst nicht.